Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Yoshi's Crafted World. Wir haben das letzte Mal oder stehen davor den Weg hier freies halt hin zu dem Iglo und dafür geben wir auch gerne 20 Grenzeblumen her. Schön, dass ihr dabei seid. Das Projekt hier kommt jetzt auch öfter, weil ich wurde schon gefragt. Ja, es kommt jetzt wieder öfter. Kam es halt relativ selten die letzten Tage über wegen der E3, aber jetzt geht's wieder voran. Wisst ihr Bescheid? So, ich verschieb die Fähigkeit nur doch mal geschwind auf die Seite, weil mich triggert nämlich das totale Hardcore, dass das Ding da sonst nicht am Rand ist. Ja, und irgendwie kannst du gerade nicht umstellen. Das Pub ist jetzt hier auf der Seite. Wenn ich es schaffe, es umzustellen, schwitzt es viel, aber irgendwie mag das in der Szene gerade nicht. Weshalb das hier so ist, wie es ist. So. Jo, dann. Was gibt's hier? Ah ja, genau. Ich bin auf Suche nach Traumjuwelen. Ja. Ein junges Wesen auf dem Meer gesehen, okay. Ah, das klingt ja interessant. Das sollten wir uns genauer anschauen. Und das machen wir jetzt auch hier in dem Iglo. Und, what's that? Eiskalte Inseln. Und hier ist ein Fragezeichen. Ach, kann es sein, dass das so ein extra Level ist, was ich hier gerade Zufall freigeschaltet habe? Was uns irgendwie sehr viel Grenzeblumen bezüglich unseren Fortschritts gekostet hat. Gut gemacht, wenn das so ist. Ey, ich bin's wieder von mir begeistert. Ich bin von mir wieder begeistert. So, halt, Yoshi! So, was ist denn hier los? Da ist der Bowser Junior. Oh, Schuss. Der hat bestimmt nichts Gutes vor, ne? Du wirst dich bei nicht davon abhalten, die Juwelen zu finden. Na, eure Unachtsamkeit. Seid vorsichtig. Oh, da hab ich jetzt aber erst Angst. Also, hier ganz schön hier Muffensausen habe ich bekommen. Ich bin der King auf diesem Ding. Da muss ja jeder neidisch werden. Aber hallo. Du glaubst doch wohl nicht etwa, dass du das besser kannst, als ist. Klari, losbrüll. Ich hoffe, dass damals nicht die Schwierige aber so genommen habe, aber egal. Was bin ich denn eigentlich ein? Ah! Blums. Eure Wirklichkeit. Kann der etwa einer nicht schwimmen? Das ist deine Schuld, Yoshi, und zwar nur deine Schuld. Kreis. Mal sehen, wie er dir gefällt. Ins Messer stürzen, Yoshi. Okay, ich wollte dir ein bisschen so synchronisieren, aber ich kann das nicht. I'm sorry. Aber mal sehen, was uns hier jetzt, wo es heiß am Dampfen sein wird. Ein kleiner Spoiler. Es wird ziemlich viel sein, denke ich mal. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Alter, was ist denn das? Sag mal, das Ding ist doch fetter als irgendwie die Sonne gefühlt. Ich wollte nämlich als letzten Witz raushauen und das mit dem Freund mir vergleichen. Nein, ich bin nicht so was. Aber Alter, was ist das da für eine fette Kuh? Alles klar. Okay, das heißt, dann muss das Ding irgendwie unten treffen. Ich weiß nicht, ob das so gesickt ist, aber okay. Wir kommen rein. Xilibo, der Ball. Und so heißt auch dieser schöne Part hier. Ah, man muss irgendwie, während er springt. War das jetzt richtig? Dann müssen wir die hier nehmen. Nee. Die befördern als irgendeinen irgendwie nur ins Wasser. Ah! Wer hätte jetzt. Hallo? Nee, warte mal, das kostet mir immer Leben, ne? The fuck. Ach, ich glaube, während er so erschöpft ist, muss man das machen. Na Leute, woher soll ich denn das Riesen hier? Hä? Was weiß ich denn, was hier Sache ist? Nee, uncool. Ja. Hä, wie geht denn das? Wie soll man den. Denn der muss doch irgendwie unten angreifen, muss man die Dinger hier. Ah! Ah! Bueno. Verstehe. Sie muss ein bisschen aufpassen, dass mir nicht von den Bällen mitgenommen wird, aber wenn man da schwimmt, ist das eigentlich auch gar kein so großes Problem. Oh, im Gegensatz zu dieser Scheiße hier.
mal ganz leicht ins Wasser rollen kann, wenn es hier swupsig wird. So, nachdem wir jetzt ja wissen, wie es geht, wird es eigentlich wieder einfacher. Stopp, ich hole noch ein zweites. Okay, das war ein bisschen zu knapp. Aua. Ach so, muss man den Moment warten, bis der Typ anfängt zu rollen. So, aber jetzt so hier. Ich glaube, die Hey. Ich hab doch hier irgendwie A gedrückt. Ich bin aber das erste ein bisschen zu lang gekommen. Direkt hier den ersten, den man bekommt. Einmal eins drüber. Fuck. Und jetzt zack, boom, bang. So, ein ganzes Spaß noch einmal und dann hat man es das wieder mehr oder weniger. Okay, der Boss ist eigentlich erstens fair. Wenn man mal weiß, wie er geht. Und vor allem, der Teil hier ist, wenn man... Da fuck. How to is this hit any kind of impossible? Die. Weißt du, durch diesen ganzen Pinguine, die er raushaut, tut, kann man ihn ja eigentlich nur selbst jetzt hier, verletzt, das ist doch eigentlich ganz hart nur selbst. Also, kommt mal drauf, wenn man klug ist. Einfach mal nicht mal eigene Pinguine wegschicken, weil das könnte unangenehm enden. Aber die kommen hier natürlich nicht drauf, weil das einfach dumme Leute sind, ne? Ist beseit. So. Aber was ist jetzt? Wir haben das so weh. Damit haben wir es dann wieder mehr. Traumjuwel erhalten. Wunderbar. Und oh, da ist ein grüner Yassi. Den übergeben wir gleich das Juwel. Und ich habe komplett den Überblick verloren, wie viele Juwelen wir eigentlich noch brauchen. Weil das so lange her ist, dass ich das letzte Mal Übersicht gesehen habe. Oh, ich brauche noch einige. Noch einen halben und dann haben wir die Hälfte. Okay, da werden wir uns in diesem Display S dran halten müssen. Und gut, also es kam wirklich auch nicht inaktiv, so gesehen. Tut mir erst leid dafür. Eigentlich will ich das wieder hier aktiver machen. So, weil es so schön, dass wir das so viel gefunden haben. Ach, hier geht es dann gar nicht mehr weiter, oder wie? Okay. Da müssen wir jetzt wieder allen Weg zurück und dann. Müssen wir dieses Ninja-Gebumse hier auch machen? Ich glaube schon, ne? Aber schauen wir erstmal. Vielleicht ging es jetzt auch noch irgendwo weiter und ich war einfach nur so blind, das zu finden. Aber hier haben wir noch alles irgendwie gemacht, was es hier gab, mehr oder weniger, ne? Ne, wir liegen jetzt definitiv nicht weiter, da muss man weiter. Aber gehen wir davor noch zu diesem Automaten. Einmal so kostenlos, das lassen wir uns ja wohl nicht nehmen. Hoffentlich kommt was Geiles bei raus. Octopus, yay, immer ja etwas. Nee, dann lassen wir es jetzt ja auch bei den gratis Dingern. I mean, gratis ist immer gut, ne? So. Und ja, dann geht's bei den Haufen von Ninjas im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.